Umrahmt von Bergen ist die 18,94 Quadratkilometer große Gemeinde Breitenwang eine der 7 Gemeinden im Talkessel von Reutte. Breitenwang liegt im südöstlichen Teil des Talbeckens und ist im Siedlungsgebiet eng mit Reutte verbunden. Die erste gesicherte Erwähnung findet sich in einer Schenkungsurkunde im Jahr 1094. Damit zählt Breitenwang zur ältesten Gemeinde im Außerfern. Genannt wurde Breitenwang als Breitinwang, was so viel bedeutet wie breite Wiese. Auch das Gemeindewappen, ein weiß-grün geteilter Schild, symbolisiert den Ortsnamen. Im grünen Feld 3 silberne Kleeblätter und im silbernen Feld eine nach rechts aufsteigende schwarze Lerche. Die Dekanatspfarrkirche St. Peter und Paul mit den Pfarren Ehen Bichel, Pflach und Dein von Reutte stellt den kirchlichen Mittelpunkt des Außerferns dar. Die Gemeinde mit ihren infrastrukturellen Einrichtungen beheimatet rund 1500 Einwohner und besteht aus den Ortsteilen Mühl, Lehn, Neumühle, Greckelmoos und den Ortsteilen am Plansee. Breitenwang präsentiert sich aber auch als weltweit angesehener Industriestandort. Die bekannte Plansee Group wurde 1921 von Dr. Paul Schwarzkopf gegründet und hat heute rund 2000 Beschäftigte. Sie stellt einzigartig pulvermetallurgische Produkte und Komponenten aus hochschmelzenden Metallen her. Diese finden ihre Anwendungen in der Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Unterhaltungsindustrie, der Energie-, Licht- und Medizintechnik sowie im Maschinen- und Anlagebau. Im Gemeindegebiet finden sich aber auch klein- und mittelständische Wirtschaftsbetriebe, die den dörflichen Charakter der Gemeinde widerspiegeln. Kontinuierlicher Aufgabe von rinderhaltenden Betrieben gibt es heute in diesem Bereich nur noch einen Vollerwerbsbauern und eine Landwirtschaft im Nebenerwerb. Seit Generationen spielt die Schafhaltung in Breitenwang eine wesentliche Rolle. Dadurch gelingt es auch, dass die vielen freien Flächen durch Bewirtschaftung gepflegt und erhalten bleiben. Aber auch die Bezahlung von Mähprämien durch die Gemeinde wird einer Verwilderung der nahen Bergwiesen entgegengewirkt. Wirtschaftlich gesehen hat die Landwirtschaft, auch wenn sie das Erscheinungsbild des Ortes immer noch mitprägt, nur einen geringen Stellenwert. So könnte man sagen, dass sich die ursprünglich landwirtschaftlich geprägte Gemeinde zu einer Industriegemeinde entwickelt hat. Heimische Künstler und Kulturschaffende finden Platz, um sich einer breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können. Das rührige Team des Kulturforums Breitenwang zeichnet schon seit Jahren für ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. Es verwöhnt das Publikum mit Ausstellungen, Kabarett, Theater- und Filmabenden, mit Jazz- und Musikvorstellungen verschiedenster Art.
Gemeindeamt, der Max-Körber-Platz, das Veranstaltungszentrum und die Kirche stehen im Mittelpunkt des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens. Im Ablauf des Jahres finden dort zahlreiche Feste und Feiern statt. Tradition und Bräuche bereichern das dörfliche Leben und tragen zum guten Miteinander und zum örtlichen Zusammenhalt bei. Geprägt ist das gemeinschaftliche Leben auch durch die vielen aktiven Vereine der Gemeinde. Anglerkameraden, Brandhilfeverein, Landjugend, Kirchenchor, Kameraclub, Schäferhunde, Schafzucht und Braunviehzuchtverein, Reit- und Fahrverein und die Zweigvereine des Sportclubs bieten den Bürgerinnen und Bürgern ein umfangreiches Angebot an. Für die Ausübung sportlicher Tätigkeiten stehen der Bevölkerung und den Gästen bestens gepflegte Sportanlagen zur Verfügung. Der Plansee, der zweitgrößte Bergsee in Tirol, besticht durch seine beeindruckende Schönheit und seine besondere Lage. Für Einheimische und Gäste ist er ein Naherholungsgebiet und Anziehungspunkt für Naturliebhaber, Wassersportler, Taucher und Wanderer. Urlaubsgäste finden Platz in zwei herrlich gelegenen Campingplätzen oder dem direkt am See liegenden Hotel Forelle. Kulinarisch verwöhnt mit heimischen Produkten aus der eigenen und neu geschaffenen Sennerei in der Musteralm findet man am Plansee einen Ort des Wohlfühlens und eine Oase der Ruhe und Erholung. Im Ortsgebiet selbst finden sich ausgezeichnete Hotel- und Gastbetriebe, die sich durch Gastlichkeit, angenehme Atmosphäre und einer hervorragenden Küche auszeichnen.
allen Jahreszeiten laden Naturschönheiten, Kulturdenkmäler und herrliche Bergkulissen zum Verweilen ein. Breitenwang, eine Gemeinde, in der Lebensbedingungen und Lebensqualität für alle Bewohner, so unterschiedlich deren soziale Struktur auch sein möge, im Mittelpunkt steht. Breitenwang, eine Gemeinde, die Heimat ist.